Hey Freunde, willkommen zurück zu Paper Mario 2! Im letzten Part wurden wir zu Bomber Luigi. In diesem Part werden wir uns ein bisschen weiter vorankämpfen. Automatisch, Kampf. Hallo Bomber, du musst dich jetzt zum Kampf anmelden. Also gut, der nächste Gegner ist gegenwärtig auf Rang 16. Du kämpfst gegen die Knochenwerfer. Im folgenden Kampf solltest du keine Items benutzen. Ein echter Kämpfer verlässt sich nicht auf irgendwelche Hilfsmittel, okay? Zeig mal einen guten Kampf. Okay. Warten. Moment. Ich jetzt hier stehe. Ja, ich fliege automatisch nach hinten. Bomba, dein Kampf beginnt. Folge mir. Okay. Ein Kampf. Gegen neue Gegner? Nö, altbekannte. Die Knochenkoopas. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempner Bomber Luigi und die knarzenden Knochen, die Knochenwerfer. Wir werden siegen, Mario. Von dir wird nichts mehr als ganz Skelett übrig bleiben. Let's fight! Dum, komm doch. Oh, deine Stoppuhr. Du darfst keine Items benutzen, hatte ich eh nicht vor. Nehme ich Erdbeben? Ja, ich nehme Erdbeben. Und. BAM! Guten Rutsch ins neue Jahr! Den scheißegal. So. 3 Sternpunkte. Yay. Wow, noch einer. Das ist unfair. Die Pokés gaben mehr. Das ist unfair. Und der Gewinner ist Bomber Luigi. Geschafft, Mario. Natürlich haben wir es geschafft. Wir sind die Besten. Wir sind die künftigen Champs. Bitte, deine Gage. 5 Münzen halten. Damit kann ich mir ein Haus kaufen. Mario steigt auf Rang 16. Ich lasse dich jetzt allein. Also, man sieht sich. Tschüss. Ach, Maronas wird das zu erzählen. Schon wieder gewonnen? Mann, du bist wirklich der Hammer. Du bist der vielversprechendste Kämpfer, den ich jemals gesehen habe. Mach weiter so. Vertrau mir, ich habe einen Blick für sowas. Aua! Was zum... Sei ruhig. Mein Bein! Alles okay? Was hier an? Was hier an? Au! Hier lang! Halt aus! Mama! Aus dem Weg! Da scheint einer so stark verletzt zu sein, dass er ins Krankenhaus gebracht wird. Ich gebe es ins Krankenhaus. Aber schließlich wird hier gekämpft. Bis jetzt so wird es häufig. Yeah. Krasse Sache. Nächster Kampf. Kämpfen. Hallo Bomba, du möchtest dich jetzt zum Kampf anmelden? Also gut, der nächste Gegner ist gegenwärtig auf Rang 15. Du kämpfst gegen Stachy und Partner. Stachy und Partner? Im folgenden Kampf sollst du keine BP verbrauchen. Na toll, ich wollte Erdbeben benutzen. Ich möchte sehen, wie du mit einfachen Mitteln im Kampf zurechtkommst. Zeig mal einen guten Kampf. Okay. Wie sieht es eigentlich mit meinen HP und BP aus? Jojo. Ich sollte im nächsten Level auch mal BP auffüllen. Come on. Wieso braucht er mich so lange? So, geht da. Bomba, Langkampf beginnt, folge mir. Okay. Folge mir ins Verderben. Ah. Stachys und Lakitus. Die gehen im folgenden Kampf sind der Krawallklempner Bomba Luigi und die Bomba-Truppe Stachy und Partner. Wir werden siegen, Mario. Gegen unsere gefährlichen Angriffe hast du nicht die geringste Chance. Let's fight! Schwupp, 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 dupp. Ich mach euch alle down, wenn ich nur Sternbeben benutzen könnte. Scheiße. Soll ich was sie machen? Moment. Showanlage. Erstmal schauen, wie viel es gibt. Es genügt, wenn benutze ich maximal sonst Sternwind. Und... Kommt genug? Nö. Also. Ich wäre. Es war fast schon Verschwendung gegen diese schwachen Gegner, aber scheiß drauf. Schöne Munition muss auch mal sein. Und tschüss. Und ihr seid nun da und ich krieg mein Level ab. Just what I needed. So.
mir eigentlich die Showanlage sparen können. Und der Gewinner ist Bombaluigi. Geschafft, Mario. Jo, wir haben es geschafft. Wir sind die Besten. Coupio, my friend. Bitte, deine Gage. 5 Münzen erhalten. Oh, Mario schafft auf 5 Münzen. Ich lasse dich jetzt allein. Also, man sieht sich. Brille rücken, weggehen. Let's go, Mann. Der Hotdog-Stand draußen soll ein neues Angebot haben. Angebot für ein Hotdog mit irgendwelchen Sätzen und einer von einer südlichen Frucht. Insel. Ich habe gehört, wenn man eins davon isst, gewinnt man. Probier's doch mal. Warum isst du nicht davon? Egal. Also, auf zum Hotdog-Stand. Hallo. Was ist denn hier los? Ah, meine Fans! Hallo, ich bin hier! Oh mein Gott, aber wie los? Ich bring mal meine Fans um. Was machst du eigentlich auch noch hier? Ah, was machst du? Hallo, mein Mäuschen. Hallo, sie sind ein bisschen schade, als bist du so Kämpfer. Ich bin insgesamt ein großer Fan von dir. Ah, die sind auch nur sowas, okay. Sicht mal ab hier! Hier ist VIP-Durchgang. Für Mario. Mit dem VIP-Hammer. Oh nein, ich bin verloren. Haben wir schon Ostern? Mein Ei ist geflohen, kannst du niemand wieder einfangen? Ich versuch's mal. Mann, ist das Schwein langsam. Moment, das kommt bis immer her. Das Ei hat aber eilig. Oh nein, Ei. Ich muss nur das Fliegen lernen, um mein Ei da wieder runterzubekommen. Stell dich so dumm rum. Überleg dir, wie man da Ei kriegen könnte. Was, hier mache ich gleich ein Kotelett? Ist eingeschlafen. Mach ihn los und fliegen wir. Fliegen um dein Leben, Mario. Falkenheim ist so klar. Ah, fail. Komm schon. Ja, das wird gut. So, ja. Yeah. Super. Hallo, Ei. Was? Du möchtest, dass wir dir helfen? Was meinst du, Mario? Helfen. Wenn du meinst, Mario, lass mir das arme Ding eben einfach in Ruhe. Nur, was wird der Verkäufer dazu sagen? Schon gut. So ein herumhüpfendes Ei mag ohnehin niemand essen. Du bist frei, Kleiner. Auf Wiedersehen. Was? Was ist denn mit dir los? Du willst uns begleiten? Tatsächlich, das Ei meint es ernst. Was meinst du, Mario? Komm mit, komm. Da freust du dich, Kleiner, oder? Aber stör uns nicht. Okay, ja, wir haben ein Ei. Oh. Okay, wir haben ein Ei. Wir haben ein Mehl und ein Ei. So. Ich will wieder kämpfen. Wir wollen kämpfen! Hallo Bomba, du möchtest dich heute zum Kampf anmelden? Also gut, der nächste Gegner ist gegenwärtig auf 14. Du kämpfst gegen die Banditenbande. Im folgenden Kampf sollst du dem Publikum mindestens eine Showanlage zeigen. Ich habe dir schon oft gesagt, du musst das Publikum mehr begeistern. Also sag mal einen guten Kampf. Okay. Warten. Bomba, dein Kampf beginnt. Folge mir. Okay. Jungs, niemand isst mein Ei. Das ist für mich. Bis später, Ei. Oh mein Gott, Samo und seine Freunde. Die gehen im folgenden Kampf sind der Krawallkörper Bombaluigi und die flinken Vollstrecker. Die Banditenbande. Was soll? Wir werden siegen, Mario. Mit unserem Tempo könnt ihr niemals Schritt halten. Let's fight! Denkst du, ne? Neue Gegner, ja. Ja, hier ist die Showanlage. Winke. Ja, das bringt nichts. Panzerschild auf Mario. Yeah! Super. Was, da kann ich machen? Das ist ein Clown. Oh. Diebstahl, verdammt.
Okay, jetzt muss ich mich beeilen und sie schnell besiegen. Erstmal Sternbeben, also Maxi Beben. Maxi King, alright. Maxi King. Maxi King. So, jetzt ist Reaktion gefragt. Was mit Verzögerung? Linie. Och, Mann. Naja, muss jetzt 5 Schaden machen, ich sicher. Tschüss. So, die ersten zwei sind weg. Und Powerpanzer. Und tschüss. Ja. Gib mir Steinpunkte. Und der Gewinner ist Bombaluigi. Geschafft, Mario! Jo, wir haben es geschafft. Wir sind die Besten, wir sind die Besten, wir sind die Allerbesten. Bitte, deine Gage. Oh, danke. 6 Münzen erhalten. Mario steigt auf Rang 14. Ich lasse dich jetzt allein. Also, man sieht sich. Okay, tschüssi. Husch weg mit dir. Das Ei kommt zu uns. Marono, was gibt's? Übrigens, in der Bar draußen trifft man gelegentlich diese wunderschöne Frau. Die würde ich ja gerne näher kennenlernen. Du solltest unbedingt mal rübergehen und sie dir anschauen. Okay, machen wir mal. Da sind wir also. Hallo. Der plötzlich verschollene Champion Dark Toadster. Der war wirklich ein brillanter Kämpfer. Es gibt immer noch viele Fans, die auf seine Rückkehr hoffen. Ich natürlich auch. Was gibt es für seine makellosen Kämpfe zu sehen? Ja, das war verdammt hilfreich. War hier hinten noch was? Dann später. Cool. Muss ich mal schauen. Ich glaube, ich habe irgendwo einen Orden bei mir, den ich noch gar nicht angelegt habe. Ich dachte, ich hätte einen guten Orden. Also noch einen guten Orden. Aber momentan sind wir noch ziemlich okay. Vor allem Herzlein. Das ist non plus ultra. Vor allem für Danger Marios, ne? Aber ich bin eigentlich nicht der Fan von Danger Mario. So, das einzige, wenn ich Danger Mario benutze, ist, wenn ich den Duellkerker nur Speedrun besiegen will, aber mehr noch nicht. Danger Mario ist für mich einfach so, ja, irgendwie so, naja, nicht so mein Ding. So, war hier vielleicht noch irgendwas? Nein? Moment, ich glaube hier hinten war irgendwas. Nein, das war glaube ich jetzt in der ersten Liga. Da drin ist auch nichts, da war ich im letzten Part schon oder im vorletzten. Na egal. Okay Leute, ich denke, ich beende den Part hier. Mit diesem Baum hier, der an meinen Hintern schnüffelt. Na egal. Also bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 2. Cheerio!